Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stream mit dem Jan und zu Expeditions Viking. Wir haben ja beim letzten Mal einen sehr, sehr verlustreichen Kampf geführt. Verlustreich dadurch nicht nur, dass unsere Gefolgsleute während des Kampfes zum großen Teil ausgenockt wurden. Und dadurch, dass die KI beständig vor uns weggerannt ist, was dazu geführt hat, dass sich der Gesundheitszustand der ausgenockten Gefolgsleute drastisch verschlechtert hat über Zeit. Und wir jetzt drei Leute haben, die kurz vor dem Tod sind, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie quasi bei der nächsten Übernachtung sterben, bei 50% liegt. Die einzige Hoffnung, ich habe schon mal so ein bisschen rumgetestet, ob wir quasi hier in das Waldlager gehen, Medizin herstellen, die Leute versorgen können. Das geht nicht aus dem einfachen Grund, dass wir nicht genug Medizin dabei haben, 17 nur. Wir haben zwar Kräuter 53, aber die Zahl der Medizin, die daraus hergestellt werden kann, ist zu gering. Und mit den 17 können wir auch die schlimmsten Verletzungen nicht behandeln. Da brauchen wir über 30. Dazu kommt, dass das Spiel in der Lageransicht nicht sozusagen die Medizin, die zum Beispiel in den ersten beiden Schichten produziert wird, mit einkalkuliert. Wahrscheinlich, weil da auch ein bisschen Zufälligkeitsfaktor dabei ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den letzten beiden Schichten, also in der zweiten Hälfte, die Heilenzuweisung mache, dann kann ich trotzdem nur auf diese 17 zugreifen und bekomme erst ganz am Ende, obwohl das zeitlich gesehen im Lager halt vorher passiert, die Medizin zur Verfügung gestellt. Also die einzige Möglichkeit, die ich momentan sehe, ist es zu versuchen, nach Perth zu marschieren, da beim Heiler so viel Medizin wie möglich zu kaufen oder beim Händler und dann so schnell wie möglich in ein Lager zu kommen und dort ja, unsere Leute zu heilen, ne? Bin mal gespannt, ob uns das gelingt. Angekommen sind wir zum Glück schon mal. Wir nehmen mal hier direkt unsere verletzten 5 Leute mit. Bei 3 bis 4 ist es, wie gesagt, kritisch momentan mit der Gesundheit. Ja, mal gucken. Mal gucken. Hoffentlich sterben die jetzt nicht auch, während wir hier rumlaufen oder so. Das wäre noch das Schlimmste. So, wen fragen wir denn da am besten? Mödin? Den Druiden? Oder Mel Fabale? Die Händlerin? Dann gab es doch aber, glaube ich, noch irgendwo jemanden, oder nicht? Es gibt die Hexe auf jeden Fall. Die Hexe, die Heilerin hier drüben noch. Unser Schiff liegt übrigens auch hier in Perth. Ne, das war zu weit. Hier, Olach. Aber ich weiß nicht, ob die heilen kann. Weil, Una hat, glaube ich, auch noch Waren zu verkaufen. Wir gehen erstmal zu Myrdin. Vielleicht kann der uns direkt helfen. Oder was verkaufen. So, da kommt unsere Truppe angelaufen. Sieht kerngesund aus, aber wie gesagt, leider sind die sehr angeschlagen. So. Ich tat, was ich tun musste. Verkaufst du Tränke und Heilmittel? Tränke. Das sind aber die Schmerzen betäubt. Das sind alles Dinge, die quasi im Kampf nur benutzt werden können. Die brauchen wir also nicht. Dann gehen wir stattdessen mal zu Kaoimen. Gucken mal, was der so hat. Zeig mal, was du hast. Medizin hat er nicht. Also, tschüss. Weiter geht's zu Mel. Festpreise bietet sie. Sie hat 153 Medizin. Wir bieten. Wir können auch Holz bieten, ne? Geld will sie scheinbar nicht. 2 Holz für eine Medizin.
Hat großzügige Preise. Ist tatsächlich schon das Beste, was wir hier rausholen können. Dann handeln wir mal so. Zwei Kräuter für eine Medizin ist auch ein guter Tausch, glaube ich. Aber ich würde eigentlich schon ganz gerne Kräuter noch behalten. Nehmen wir mal nur 40 und Rationen nehmen wir mal 50. Dann haben wir jetzt 120 Medizin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Favell, ja. Schauen wir noch bei Ullach vorbei. Wir können hier ja auch noch auf dem Weg Kräuter sammeln wieder, wenn uns welche begegnen. Wo geht's lang? Hier hinten. Rest der Schmied. Den könnten wir theoretisch auch noch mal gleich vorbeigucken. Hoffentlich kommen wir dann aus Kern wieder in ein Lager, um das Ganze auch irgendwie anzuwenden. Hier sind Kräuter, die sammeln wir mal schnell. Dann sprechen wir mit Ullach. Hat auch großzügige Preise. Preziosen gegen Medizin. 22 für, also wir könnten 100 Medizin von ihr bekommen, wenn wir alles ausgeben. Wir gehen nochmal auf 60, würde ich sagen. Das kostet 1300, aber das ist es uns jetzt wert, ne? 180 Medizin haben wir jetzt. Leider kann sie nicht zum Beispiel direkt Leute heilen, Stufe oder so. Das wäre schon ziemlich gut. Gehen wir nochmal zum Schmied, denn es scheint ja so zu sein, dass es jetzt kein, also dass es jetzt gerade die Zeit nicht runterläuft, während wir uns hier in, an so einem Ort befinden. So, kannst du hier was reparieren, mein Freund? Überhöhte Preise, ne. Sachen kaufen, was hat der denn? Er hat Holz, Felle, Preziosen. Wir könnten Waffenteile verkaufen, also Rohmaterial für Preziosen. Ein Rohmaterial für 83, dann lass uns doch mal schön Geld wieder reinholen, damit wir ordentlich was haben. Ja, machen wir ruhig komplett. Wir nehmen alles, was er kriegen, alles, was er hat, nehmen wir alles, was wir kriegen können. So. Dann bis später und dann verlassen wir Perth wieder. Beziehungsweise ich bin mal cheesy und speichere das hier. Vorsichtshalber, man kann nicht nie sicher genug sein. So, welches ist das beste Lager, das wir erreichen können? Nahrung niedrig. Nahrung niedrig, ansonsten alles mittel. Guter Unterschlupf. Da wären zwei Übernachtungen da. Ne, Ermüdung. Ein Sonnenuntergang. Sehr wenig Nahrung. Ist aber, glaube ich, das Schnellste, was wir erreichen können. Das hier ist besetzt. Da gibt es viel Nahrung, aber das besetzt wollen wir nicht. Palisaden wurden fertiggestellt und es leben noch alle. Noch leben sie alle. Können wir unsere Gefolgsleute retten? Das ist die große Frage. So, Helga kann heilen. Helga soll bitte Ketil heilen. Ketil heilt Nefja. Irgendjemand muss
Röskva heilen, das ist auch wichtig. Nicht, dass die Heilerin stirbt. Also schauen wir nochmal durch. Helga heilt Kettil. Kettil heilt Röskva. Röskva heilt Eidis und Nefja. Aber was ist mit Eve? Dann würde ich sagen, muss Helga auch Eve heilen. Ist gerade nicht komplett im Überblick, wie viel Medizin wir damit verbrauchen. Aber das scheint die beste Option zu sein. Dann sollten wir noch Leute auf die Jagd schicken, auf jeden Fall. Ave werde ich mal rasten lassen. Vielleicht hilft das ein bisschen bei der Genesung. Schwere Stichwunde. Er jagt und bereitet Medizin. Gehen wir nochmal jagen. Und Ziegler geht auch mal jagen. Die passen auf. Ja, ich glaube, dann versuchen wir das so, oder? Können wir nochmal aufräumen? Versuchen wir mal. Macht des Clans ist gestiegen. Kurz bevor es dunkel wird, kommt ein einzelner Reiter unter genauer Beobachtung deiner Wachposten ins Lager. Er ist gekleidet wie ein Einheimischer, aber leicht bewaffnet mit nordischen Waffen. Es ist Nanna. Als er nah genug ist, um ihn deutlich zu erkennen, nimmt er seine Kapuze ab und legt sein blondes, geflochtenes Haar frei und die Tatsache, dass er eine Frau ist. Hey Loxel, ist dies das Gefolge von Siglück? Ja, das ist es. Wer bist du? Mein Name ist Nanna. Ich überbringe eine Nachricht von Jarl Ragnhild der Weißen. Ragnhild ist die aus Riebe, oder? Wie hast du uns gefunden? Ihre Antwort ist sehr trocken. Zunächst gar nicht. Ich bin die Frau, die du suchst. Wie lautet die Nachricht? Du sollst nach Orkneia zurückkehren und dich mit Skallgrim und dem Bannermann des Jarls treffen. Dein Fortschritt blieb nicht unbemerkt und Skallgrim ist gekommen, um dir ein Angebot zu machen. Oh, hier tun sich doch noch vielleicht neue Wege auf. Das ist ja interessant. Von was für eine Art Angebot sprechen wir hier? Die Information wurde mir nicht anvertraut, aber mir wurde versichert, dass es dir gefallen wird. Danke für deine Dienste. Bitte raste hier heute Nacht. Sie schwingt sich elegant vom Pferd und beginnt es zu der Stelle zu führen, wo auch die anderen Pferde angebunden sind. Sie sieht müde aus. Danke für deine Gastfreundschaft, ehrwürdiger Tane. Ich werde vor Sonnenaufgang wieder abreisen. Ha. Bei Röskva wurde geheilt, aber es ist dann, hat sich trotzdem wieder verschlechtert. Und wir haben 111 Medizin verbraucht. Krass. Kettil wurde von fatal zu kritisch geheilt. Bei Eidis ist es gleich geblieben. Nefja ist jetzt mittelschwer und Eivor ist auch gleich geblieben. Das ist ein Problem. Das hat uns jetzt noch nicht so richtig viel weitergebracht. Dann gehen wir da wieder in dasselbe Lager und versuchen, die mal weiter zu heilen. Eides müsste jetzt mitbehandelt werden, ne? Wird sich schon. Bei Nefja ist es jetzt
unter Kontrolle. Die Verletzung ist bereits Helga zugeordnet. Also, Ketil heilt zweimal Röskva. Helga heilt Ketil und Ave. Röskva heilt Eidis und Nefja, wobei Nefja nicht unbedingt notwendig ist. Die Medizin reicht nicht aus. Ja. Aber dann machen wir auf jeden Fall die Heilrunde quasi nochmal. Wir brauchen dann vielleicht auch langsam mal wieder jemanden, der bei uns sozusagen Medizin herstellt. Kann das jemand, der nicht schon mit Heilen beschäftigt ist? Ja. Ist schon problematisch, weil die dann übermüden. Aber wir versuchen das mal. Ave ist immer noch fatal. Kritisch, 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 kritisch. Fatal, kritisch. Bei Röskva hat sich's leicht verbessert. Wir haben keine Medizin hergestellt, offenbar. Doch, das wird doch einbezogen, aber man kann es am Anfang nicht auswählen. Wir haben 8 Kräuter verbraucht. Und damit 8 Medizin hergestellt. Ist hier schon mitverbraucht worden, weil wir keinen Plus bekommen haben. Obwohl wir in der dritten Schicht dann nochmal 4 Medizin hergestellt haben. Ja, Gesundheitsmanagement betreiben wir hier gerade. Werden wahrscheinlich die minus 4 Medizin, die nochmal nach Perth zurückgehen und die Preziosen ausgeben, um noch mehr Medizin zu kaufen. Anders geht's nicht. Das klappt. Bevor wir das machen, wir brechen das mal ganz kurz ab, möchte ich mal eben Richtung Anwesen gucken, denn da wurden ja ein paar Dinge fertiggestellt. Wir haben jetzt aber dadurch, dass wir so viel Holz verkauft haben, keine Option hier weiterzumachen. Also, Pier ist vollständig ausgebaut, Übungsring auch, Straßen auch, Banner auch, Palisade wurde jetzt verbessert. Könnte noch eine weitere. Die Tore erhalten Wachtürme, kostet 75 Holz. Das wäre schon nicht schlecht. Das ist ziemlich teuer hier. 75 Holz und 1500 für mehr Wohlstand. Schmiede kriegen wir jetzt auch nicht richtig. Weiter würde uns 3 Felle pro Woche bringen. Im Moor die Kräuterlichtung, Wohlstand und 8 Kräuter wöchentlich. Das wäre natürlich eine nette Sache gewesen. 25 Holz, 10 Felle, die haben wir auch nicht. Das Ting, also diese Versammlungsstätte, Macht und Geld wöchentlich. Für 25 Holz ist eigentlich eine gute Sache. Und das Langhaus könnten wir zur Festung Stufe 2 verbessern. 75 Holz bringt mehr Macht. Spiegelt dein Ansehen daheim und bei den anderen Häuptlingen wieder. Also 41 von 100 ist dann nicht so richtig viel. Bei Macht sind wir immerhin bei 53. Dann sollten wir vielleicht doch noch das quasi als Anlass nehmen, hier noch ein bisschen rum zu wursteln. Und hier zerlege ich mal die Waffen, die wir nicht benutzen. Um daraus Teile zu bekommen, die wir dann entsprechend verkaufen können.
beziehungsweise eintauschen für Medizin. Einschneidiges Damaszener Schwert behalten wir aber. Und die Krähenfüße können wir ruhig mal wieder ausgeben. Wir haben hier die verschiedenen Dinge noch nicht wieder aufgefüllt. Ketil kann zum Beispiel mal Wasser mitnehmen. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt nach Perth. Nehmen hier wieder unsere angeschlagenen Gefolgsleute mit. Die Leute sind noch ein bisschen müde. Die mussten ziemlich viel... Ach nee, die sind ausgeruht. Die sind müde. Genau. Ruskar ist ermüdet. Die anderen sind alle gut ausgeruht. Ja, weil Ruskar drei Schichten machen musste, ne? Wird uns das gelingen, die am Leben zu halten? Spannende Frage. Aber wir haben mit Orkney eine neue Option bekommen, die ich gerne dann auch testen würde. So, gehen wir mal zu Una. Una Ingen Magnusa. Ah, sieht auch hübsch aus, ne? Ein tolles Spiel insgesamt. So, du bist schon wieder da. Medizin hat sie nicht. Sie hat allerdings Kräuter. 12 Preziosen für einmal Kräuter. Ja, machen wir trotzdem. Und dann war der nächste Schritt, glaube ich, hier bei Mel. Beziehungsweise dann auch bei Ullach. Gucken wir mal, ob die denn jetzt wieder Medizin hat oder nicht. Hat sie. Sie nimmt aber kein Geld. Sie würde quasi Kräuter im Austausch nehmen. Ja, egal. Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich an die Medizin rankommen. Ullach dann auch nochmal. Hier stehen auch nochmal Kräuter, die wir sammeln können. Dann sprechen wir nochmal mit Ullach. Hier auch am Kräuter sammeln oder Pilz sammeln oder was auch immer ist. Man sieht es nicht ganz genau, was sie sich da einsteckt. Da kommen unsere Leute. Wir sammeln erst noch hier die Kräuter ein. So, Ulla, hast du noch Medizin für uns? Hör mal. Sie. Fast geneigt, das komplette Geld auszugeben. Nehmen wir tatsächlich mal für 3300 Silberstückchen 150 Medizin. Wir brauchen die Medizin, Leute. Wir brauchen die Medizin. Dann gucken wir mal ganz kurz. Hier sind keine neuen Kräuter. Das hätten wir da nochmal welche sammeln können. Aber dann geht's für uns wieder auf die Karte. Ja, und dann sind wir jetzt viel rumgelaufen. Haben viel in Lagern verbracht und gelagert und geheilt und Medizin eingetauscht. Aber das mussten wir jetzt machen, um unsere Leute am Leben zu halten. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal rein ins Lager, dann ist die Zeit für die Folge auch schon wieder rum und dann gucken wir beim nächsten Mal weiter, ob wir dann vielleicht schon nach Orkney kommen. Das wäre doch sehr schön. Irgendwie eigentlich ein besseres Lager, was wir finden könnten, besetzt.
Niedrig, niedrig. Das ist alles viel zu weit weg hier halt. Besetzen. Ich will nicht mit meinen angeschlagenen Leuten jetzt noch einen Kampf führen. Ja, wenig Nahrung. Es hilft aber nichts. Es hilft leider nichts. Da müssen wir wieder rein. Und das versuchen. Und das versuchen. So, hier haben wir immer noch den fatalen Bruch. Mal sagen, da machen wir auch, wenn es geht, irgendwie weiter. Sie da zweimal, vielleicht sogar. Warte mal, wir gucken erstmal, wie es den anderen jetzt geht. So, Nefstein muss auf jeden Fall nochmal Kräuter herstellen. Kritisch bei Eides. Wird Eides behandelt? Einmal. Könnten auch nochmal. Machen wir so viel wie geht. Das heißt zwar, die werden alle keinen Schlaf kriegen. Aber das ist mir egal. Und du wirst einmal mehr jagen. Wir machen deine Gegner dann nochmal ins Lager. Also ist Hexenkunst 3, ne? Ist voll wenig. Hexenkunst 3 ist richtig wenig. Na gut, wir schlagen nochmal das Lager auf. Der Zustand hat sich verbessert und so weiter und so fort. Bisher ist uns niemand gestorben. Nefja nur noch leicht verletzt. Roskwa mittel, Kettil schwer. Und A von fatal auf schwer runter. 163 Medizin verbraucht. Und 3 nur hergestellt. Der ist nicht so richtig gut da drin, Medizin aus Kräutern herzustellen. Das ist ein bisschen schade. So, und dann beende ich, liebe Leute, an dieser Stelle die Folge. Wir werden auch beim nächsten Mal noch ein bisschen heilen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn wir dann wieder topfit sind, dann geht's auf die Orkney-Inseln. Bin gespannt. Macht's gut. Bis dahin. Euer Jan.